Bitte? Das ist immer noch bei der Kohle. Ja, ja. Dass die nicht neutralisiert werden. Was meinen Sie mit neutralisieren? Ja, wie kommt es, dass die das dann überstehen, im Gegensatz zu anderen Enzymen, die an der Kohle scheitern? Nee, die fressen ja die Kohle nicht. Die nutzen aber die Struktur als Haus. Die können nicht von der Kohle leben, das können sie nicht. Aber sie können dort einziehen und sind geschützt vor Fraßfeinden, sind geschützt vor Austrocknung und haben sozusagen einen Lebensraum. Also als Lebensraum ist es stabil, aber als Nahrungsquelle bringt es nichts. Also die Nahrung muss woanders herkommen. Das heißt, deswegen wachsen auch so gerne, wenn man mal so eine junge Pflanze, ein Radieschen oder was, aus dem Boden zieht, wo Holzkohle drin ist. Bisschen vorsichtig, dass die Feinwurzeln nicht gleich alle abgerissen werden, dann wird man sehen, dass die Pflanzen offensichtlich bewusst in die Kohlestückchen reinwachsen, um an die Nährstoffe, um an die Mikroorganismen zu kommen und dort in Austausch treten. Also von denen werden sie dann versorgt zum Beispiel. Ne? Also die Pflanzenwurzeln geben ja typischerweise, auch ein Fakt, den sie jetzt 30% der Photosyntheseleistung, 30% des Zuckers, den eine Pflanze produziert, im Schnitt, das hängt ganz von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich ab, aber so im Schnitt, 30% geht über die Wurzel an Mikroorganismen. Also die Pflanze ernährt massiv über die Pflanzenwurzeln eine ganz bestimmte Mikrobiologie im Boden. Die züchtet sich eine ganz bestimmte Mikrobiologie mit viel, viel Zucker. Also da gibt sie, da wendet sie richtig viel Material, richtig viel Energie für auf, Mikroorganismen im Boden zu ernähren und kriegt dafür natürlich ein paar Sachen zurück, kriegt Mineralien zurück, eine größere Oberfläche, Wasser, kann es zum Beispiel mit Mykorrhiza als Spezialfall, mit dieser Symbiose mit Pilzen, aber auch ein ganz normales Mikroorganismen. Die normale Pflanzenwurzel ist dicht an dicht besetzt mit Milchsäurebakterien zum Beispiel und tauscht mit denen Nährstoffe aus, vor allen Dingen Zucker gegen Mineralien typischerweise oder Zucker gegen Wasser. Und mitunter verdaut sie dann auch einfach die kompletten Mikroorganismen. Also züchtet sich da quasi eine Mikroorganismenkolonie und verdaut die dann. Ganz typische Ernährungsweise von Pflanzen. Da müsste doch eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, die Mikroorganismen siedeln sich da an, dann müsste dann aber ein Material, ein organisches Material dazukommen, denn die Mikroorganismen brauchen ja was zum Futtern. Genau, also das stellen dann zum Beispiel die Pflanzenwurzeln bereit, beziehungsweise das ist das normale Streu. Und dann geht es die Symbiose mit der Pflanze ein und tauscht aus. Und dass die Mikroorganismen da so schön drin leben und die Pflanzenwurzel braucht ja diese Mikroorganismen und hat natürlich vielleicht auch gerne die Mineralien. Ein bisschen ist ja hier immer noch Asche mit dabei und so, das nimmt sie vielleicht auch gerne auf. Die bauen sich da also nicht ab, die Mikroorganismen bauen sich in diesen Strukturen nicht ab, die bauen sich eher auf. Das ist dann sowas wie wenn wir... Also Mikroorganismen sind die ganze Zeit am Leben und sterben. In einem Tempo, die können sich ja innerhalb von, wenn es die schnellen sind, ne, innerhalb von 20 Minuten verdoppeln, Milchsäurebakterien. So, das heißt, innerhalb von, jetzt können Sie mal kurz rechnen, innerhalb von 200 Minuten, was sind das? 3,5 Stunden. Innerhalb von 3,5 Stunden schaffen wir es, Milchsäurebakterien sich zu vertausendfachen. Ja, wunderbar. 10 hoch 24, 2 hoch 10, 1024. Das heißt, mit solchen Vermehrungsraten müssen die dann auch regelmäßig absterben. Das heißt, wenn die dann eben eine Woche nichts zu fressen kriegen, dann sind auch wieder 9/10 oder noch mehr weg. So, also das ist völlig normal, dass das ein ständiges Leben und Sterben ist. Aber es bleiben eben typischerweise Sporenformen, Dauerformen, ein paar Überlebende einfach übrig, die austrocknen einfach oder so. Und aus denen kommt dann die Population ganz schnell wieder hoch. Aber das ist keine Angst davor, Mikroorganismen umzubringen. Das ist deren Zyklus. Die vermehren sich extrem und sterben wieder ab. Es gibt von der Dr. Anne-Katharina Tschocke, gibt es ja eine Reihe von Büchern. Ich weiß nicht, ob Sie mal bei uns im Shop in der Literatur geguckt haben. Habe ich jetzt hier nicht, aber die müssten da vorne liegen. Eine Ärztin, die sich mit EM beschäftigt, die EM-Beraterin und auch ganz wunderbare Erkenntnisse bereitstellt in den Büchern zu modernen Medizin, wie wichtig Mikroorganismen sind für alles, dass sie selbst über die Muttermilch aufgenommen werden, also was die Mutter trinkt an Mikroorganismen, was im Darm ist, findet man im Blut der Mutter und dann in der Muttermilch und dann im Darm der Babys zum Beispiel. Eine Sache, die bis vor ein paar Jahren völlig undenkbar war, hat man behauptet, nein, da kommt nichts an, da gibt es nichts über das Blut von der Mutter. So, solche Sachen hat sie also sehr gut aufbereitet und mit viel Liebe zu den Mikroorganismen erzählt. So viel Liebe zu den Mikroorganismen hat sie aber, dass sie
Hemmung hat, Mikroorganismen umzubringen, sagen die, die zum Beispiel mit EM-Keramik, also dass man die in Baustoffe mischt und dass sie dabei einfach absterben oder dass man die mit EM-Keramik brennt oder dass man die, so und da finde ich jedenfalls, da ist ein kleiner Denkfehler, nee, Mikroorganismen leben und sterben, das ist normal und zwar in einem Tempo, das wir uns nicht vorstellen können. Okay, Holzkohle. Haben wir die wichtigsten Sachen von Holzkohle? Ja, bitte. Nochmal bitte. Früher, wo sie die Meiler gebaut haben, ja. Müsste man dann auch Terrabräder finden? Also man sieht die Meiler ja noch heute. Man kann eben buddeln und sieht dann, aha, Mensch, da ist Kohle, ja. Ein wichtiger Punkt ist, und dazu kommen wir jetzt, es ist ja ein paar moderne Methoden zur Holzkohleherstellung, dass die Holzkohle offensichtlich, also es müssen zwei Dinge müssen passieren, die muss mit Nährstoffen aufgeladen werden, und mit Mikroorganismen aufgeladen werden. Am besten über eine Fermentation, über eine Kompostierung. Und das passiert ja dann bei den Kohlemeilern nicht. Im Gegenteil, wir haben ein Überangebot an Holzkohle in diesen Böden. Im Grunde zu wenig Nährstoffe, die saugen quasi mindestens in den ersten Jahren, Jahrzehnten den Pflanzen drumherum sogar noch die Nährstoffe weg. Es wächst also erstmal schlechter. Und dann ist die Frage, ja, können die irgendwann ihren Nährstoffhaushalt ausgleichen? Also so alleine scheint dieses System nicht so ohne weiteres loszugehen. Holzkohle ist nicht der einzige Faktor, ist nur der erste Faktor. Aber der ganz, ganz wichtige. Ja, ein paar moderne Methoden zur Holzkohleherstellung. Die für mich mit Abstand eleganteste Methode, die auch ökonomisch mit den größten und teuersten Maschinen mithalten kann, ist die Erdlochmethode. Die der Hans-Peter Schmidt mit dem Erdkontiki entwickelt hat. Er hat das dann auch in den Blechkontiki überführt, aber der kostet schon wieder 3.000 Euro für so einen halb Kubikmeter großen oder 300 Liter großen. Ich finde den Erdkontiki eigentlich total genial und er schließt übrigens an die Erdgruben, die auch hier überall in der Landschaft sind. Ich weiß nicht, ob die das Phänomen schon mal gehört haben. Ich war auch ganz überrascht, aber offensichtlich ganz Norddeutschland bis Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt rüber, ist ja, insgesamt tausende Kilometer weit durchzogen von Erdgruben. Linien, wo man denkt, ist das jetzt am Wegrand, also irgendwie so einfach Linien, die quer durch die Landschaft gehen, ohne großartig Sinn zu erkennen, warum jetzt genau da. Aber man findet eben diese Linien, kann man zum Teil im Luftbild gut sehen, wenn man eben Ausgrabungen macht, wenn man mal eine Bahntrasse anlegt, dann findet man so sind heute keine Gruben mehr, heute ist das ebenerdig, ist verfüllt, aber man findet quasi Gruben mit dunkler Erde drin, wo offensichtlich Holzkohle drin war, wo die wahrscheinlich Holzkohle drin hergestellt haben. Ja, das ist eben die Frage, was ist genau, muss irgendwie in der Steinzeit passiert sein, vor 3000 Jahren ungefähr, soll das hier das Phänomen sich abgespielt haben, aber keiner weiß so richtig warum. Aber die sind hier sozusagen überall unterwegs. Erdgruben mit Holzkohle drin. Das ist nämlich genau die Methode, wie man Holzkohle herstellen kann. Man kann eine Grube ausheben, so ungefähr wie ein umgedrehter Kegel, goldener Schnitt, also die Pyramide so ungefähr, dieser Anstieg. Ne? Dann macht man unten ein kleines Feuerchen in der Grube, fängt an, Glut zu haben, dann legt man Schicht für Schicht nach. Immer wenn die Kohle anfängt, wenn die glühende Kohle anfängt zu veraschen, sieht man so eine kleine weiße Schicht oben drauf, dann kommt die nächste Schicht Äste drauf. Ne, das geht am besten mit Ästen, mit etwas kleinerem Material. So dicke Brocken ist ein bisschen schwierig. Mit Ästen, nächste Schicht Äste drauf. Kann man sogar feuchtes Holz nehmen, wenn das nicht zu dick gelegt wird. Das geht auch. Fängt nicht an zu rauchen, weil es immer Luft von oben hat, das alles verbrennen kann. Da hat man nahezu rauchloses Feuer, so wie die Indianer das machen, mit feuchtem Holz rauchloses Feuer machen, kriegt man hin damit. Wenn man es dünn genug auflegt. Okay, und dann verbrennt alles, das Holzgas wird rausgetrieben, Wasser wird rausgetrieben, Holzgas verbrennt und dann bleibt eben die glühende Kohle übrig. Aber bevor die verbrennt, nächste Schicht drauf. Bis irgendwann die ganze Grube voll ist mit glühender Kohle und geschützt ist, weil von oben kein Sauerstoff rankommt, weil oben immer eine neue Schicht Holz draufkommt. Und von den Seiten kommt auch kein Sauerstoff, weil da ist ja eben Erde, da kann ja nichts ran.
und oder im Blech, beim Blech-Kon-Tiki. Und so kriegt man eben einen riesigen Berg glühender Kohle. Und jetzt kann man den entweder mit Erde abdecken und ein paar, zwei, drei Tage abkühlen lassen, dass das richtige Holzkohle wird, die man dann auch zum Grillen nehmen könnte und so. Wie ich gerade gelernt habe, wurde das im Osten wohl mitunter gemacht, wenn das Plansoll für die Holzkohle wieder nicht erfüllt wurde und die Holzkohle beim Grillen zu den Grillfesten nicht mehr da war, dann haben die manchmal so Holzkohle hergestellt. Oder man löscht das mit Wasser ab, dann wird es eigentlich noch interessanter, wenn man da, aber braucht man viel Wasser, also braucht man für 100 Liter glühende Kohle braucht man schon, keine Ahnung, 3-10 Liter Gießkannen und das sind ja dann schnell mal 500 Liter oder braucht man schon 100, 200 Liter Wasser, also da muss man schon Wasserschlauch. Gießkannen macht das keinen Spaß mehr. Also das muss richtig durchgefeuchtet werden und dann entsteht so ein Aktivkohleeffekt. Das heißt, das Wasser geht in die glühende Kohle, verdampft explosionsartig, reißt dabei die Kohle auseinander, sodass die Oberfläche nochmal deutlich vergrößert wird. Und die Stücken werden relativ bröselig, also man kann die dann oftmals sogar in der Hand zerbröseln, was man bei normaler Holzkohle, da kann man mit dem Hammer raufhauen und es hat Schwierigkeiten, die klein zu kriegen. Aber bei dieser mit Wasser abgelöschten Kohle, also das ist eine sehr, sehr schöne Variante, um überall, irgendwo in der Landschaft, wo man eine Hecke hat mit Holzschnitt, die man gerade abgeschnitten hat, einen Knick runtergesetzt hat, wo man von Obstbäumen beschnitten hat, was auch immer, also Restholz hat, wo man nicht weiß, was man jetzt damit machen soll, Loch buddeln, Feuerchen machen und die Vermutung ist von Heiko Piplo, dass sie in diesen Erdgruben und diesem Erdgrubenphänomen, dass das wahrscheinlich auch immer verbunden war mit Kochen und Fest und ja, also irgendwie war das ja früher noch so, da gab es ja irgendwie die Hälfte der Tage im Jahr waren ja irgendwie Feste. Das war ja irgendwie früher viel, viel ausgeprägter als heutzutage. Und wenn man sich dann vorstellt, ne, dreimal die Woche macht man so ein Fest und macht immer eine Erdgrube und macht dann schön das, keine Ahnung, Schaf da drin oder Dreh, was man geschossen hat oder manchmal seine Kartoffeln oder was immer man angebaut, nee, Kartoffeln gab es noch nicht, aber was immer man an Gemüse da gefunden hat und kocht das da drin. Das geht wunderbar, wenn man das zwischen ein bisschen feuchtes Gras legt, dann kann man das mitten in die Kohle reinlegen, feuchtes Gras drunter, keine Ahnung, Reh rein, feuchtes Gras drauf, Kohle wieder drauf, dann kann das da ein paar Stunden wunderbar durchbacken. Ja, das sind so die Methoden. Und da kann man eben gleich ein ganzes Dorf mit ernähren. So, und sowas müssen die da irgendwie, irgendwie so muss das funktioniert haben. Weil es gibt sonst nicht wirklich einen Grund, warum überall in Norddeutschland diese Erdgruben sein sollten. Der Punkt ist, man muss erstmal ein Glutbett haben und dann legt man so wenig nach, also wirklich nur, desto feuchter, desto weniger muss man nachlegen, desto weniger darf man nachlegen, dann legt man so wenig nach, also das Holz, das Feuer ist in Gang, es ist heiß, wir haben Glut und trocken und da legen wir eine dünne Schicht, zum Beispiel feuchtes Laub drauf, aber dünn. Wenn ich dann feuchtes dann drauflege, ja. Geht das auf der Qualm? Also wenn es dünn genug gelegt wird, dann verdampft natürlich das Wasser. Man sieht vielleicht diese Wasserwolke ganz kurz, aber dieser der Rauch, der dunkle Rauch, der dann eben Ruß enthält und unverbrannte Kohlenwasserstoffe enthält. Ja. Der weiße Rauch ist ja Wasser, das muss ja verdampfen, das ist ja normal. Aber der dunkle Rauch, der schwarze Rauch, der ja auch giftig wäre, ne, das ist das, was der entsteht ja dann, wenn nicht genug Sauerstoff da ist. Wenn unverbrannter Methan, Kohlenmonoxid, Ruß, unverbrannte Kohlenwasserstoffe in die Luft gehen und Stickoxide. Und das ist immer dann, wenn zu wenig Sauerstoff da ist. Und wenn wir aber das timen, dass wir genug Sauerstoff haben, wir haben dann kurz eben diese Wasserwolke, die Wasserdampfwolke, die aufsteigt, aber theoretisch keine dunklen Rauchwolken. Ja, ja. Wenn da irgendwo Rauch, haben sie auch eine Anzeige. Dann deswegen.
Ja, da ist dann so eine Art Blechkontiki. Es reicht ja sogar schon, wenn man es ein bisschen kleiner macht, diese Feuerschalen, die man kaufen kann, oder diese Kugelgrills, wenn der ein bisschen größer ausgelegt wird, kann man wunderbar das gleiche Prinzip drin machen. Da können Sie sich so viel beschweren, wie Sie wollen. Grillen dürfen Sie im Garten. Und da darf man ja auch rauchen ohne Ende, also Rauch produzieren. Aber wie gesagt, wenn man es richtig macht, passiert da ja eigentlich eher nichts. Das ist eine Methode, Holzkohle herzustellen, indem man das bei 200 Grad und wie viel Atmosphäre, also Überdruck, wie im Druckkochtopf im Grunde, 200 Grad, und da machen sie meistens noch ein bisschen, glaube ich, Essigsäure, Zitronensäure rein. Also so ein paar Sachen. Dann wird zum Beispiel aus Klärschlamm Kohle, aber nicht Holzkohle. Sondern das ist dann so eher so wie Braunkohle. Also das hat nicht diese Struktur, nicht diese Zeltstruktur, die geht dabei verloren. Aber man kann auch so verkohlen im Druckkochtopf. Klassische Variante ist aus Holzhackschnitzeln. Das ist eine Anlage von Schottdorf. Die steht heute in der Nähe von Augsburg oder in Augsburg. Das sind so 20-Fuß-Container. Da kommt oben Holzhackschnitzel rein, unten kommt glühende Kohle raus. Sickert dann immer so durch, es gibt keine beweglichen Teile, es geht einfach so durch. Und der entscheidende Punkt ist, dass man an den richtigen Punkten Sauerstoff einleitet. Also es muss natürlich gezündet werden, es muss in Gang kommen, aber dann muss man an den richtigen Punkten die richtige Menge Sauerstoff einleiten, dass es Hitze produziert, dass es sich selber trocknet sogar bei dem Prozess noch, und dass eben es nicht verbrennt, aber die Kohle entsteht. Und dann kommt unten die Kohle raus, glühend, wird abgelöscht mit einem Wassernebel, und dann... Das ist einer der großen Holzkohlehersteller, die das auch in der Landwirtschaft als Futtermittel verkaufen heute. Pyrolyse mit Carbon Terra bzw. von Herrn Schottdorf. Eine andere Anlage steht hier jetzt ganz bei uns in der Nähe von Schwerin, Ülitz. Der gleiche Roger Holzwart, der die hier durchkonstruiert hat, hat diese Anlage gebaut, und er sagt, das ist viel schöner. Er macht das mit 2 Kubikmeter Stahltassen. Er hat eine Industriehalle und einen großen Kran, der da die ganzen Sachen hin und her fahren kann, wie er das möchte. So ein Industriekran, der in der Halle hin und her fährt, oben an der Decke. Ne? Und dann hat er Stahltassen, ich glaube, wie viel hat er? 36 Stück oder so, 2 Kubikmeter Stahltassen. Macht er das feuchte Stück Holz bis 30 Zentimeter Kloben rein, packt das ins Feuer, lässt das also von unten heizen. Dann entsteht dabei Holzgas. Das Holzgas wird abgeführt und zur Heizung verwendet, also Prozesse, die sich selber ernährt. Und dann gibt es aber noch viel mehr Wärme, als eigentlich benötigt wird. Man könnte dann noch eine Turbine ransetzen oder so, hat er aber noch nicht gemacht, weil die auch teuer ist. Hat er also 36 Stahltassen, die er dann ein paar Stunden ins Feuer stellt, dann einen Tag abkühlen lässt, dann hat er abgekühlte Kohle, die malt er dann, weil das in dem Zustand viel einfacher ist, das als Kohle zu malen, als Feuer, als Holz zu zerkleinern. Und produziert 3000 Tonnen Holzkohle im Jahr. Die Idee war, ganz viel für Terra Preta zu produzieren, aber weil der Markt noch nicht ganz so in Gang ist, wir nehmen ihm vielleicht 100 Tonnen im Jahr ab, wenn es hochkommt, macht er jetzt auch Grillkohleproduktion und Spezialkohle, medizinische Kohle. Er kann ja in diesen Tassen alles basteln, wie er möchte, und das alles chargengenau verfolgen. Man kann da auch mit einem Anhänger von irgendeinem Material kommen und sagen, das hätte ich gerne verkohlt. Dann verkohlt er einem das, das geht alles. Hier in Ülitz bei Schwerin, also gar nicht so weit weg. Ja, eine andere Anlage ist die Pyrek. Relativ teuer, relativ kompliziert. Also kompliziert, weil sie versuchen, das eben automatisch und dergleichen zu machen. Aber im Wesentlichen ist das so eine Schnecke, so eine, ich glaube, aufwärtsgehende Schnecke, die in diesem 20-Fuß-Container drin ist, die auch Holzhackschnitzel, also kleines holziges Material, Stroh, Spreu, irgendwie hochtransportiert. Und die Schnecke wird von außen geheizt. Also das gleiche Prinzip wieder. Wir haben Hitze, aber kein Sauerstoff. Das Holzgas wird abgeführt und für die Heizung verwendet. Das Problem ist, dieses ganze Schneckenapparat ist relativ anfällig, wenn da mal ein Draht reinkommt, ein bisschen Dreck reinkommt, das Ding verstopft. Da muss eigentlich immer ein Techniker daneben stehen. Und die Dinger kosten irgendwie 300.000 Euro und mehr. Und das, was die produzieren, kann ein Mann quasi fast mit Handarbeit eigentlich mit einem Erdloch auch produzieren. In der gleichen Qualität und ohne die 300.000 Euro. Und der Mann muss sowieso daneben stehen, weil er muss ihn ständig warten und füttern und sonst was. Also
Die Erdlochmethode ist dem deutlich überlegen, nur dass der Schornsteinfeger da nichts dran verdient. Wie ist denn das bei so einem Erdloch, wenn man jetzt hier unten das anfängt zu machen und immer wieder drauflegt und das unten, das verarscht nicht irgendwann? Oder? Weil ja keine Luft rankommt, es kann ja nicht verarschen. Es kann ja nur verarschen, wenn Luft rankommt und wir schützen es von der Seite vor Luft, weil da die Erde ist, deswegen auch dieser Winkel, damit von den Seiten eben keine Luft rankommt, aber von oben kommt Luft ran. Da legen wir aber immer neues Holz, Material drauf und das frisst die Luft wieder auf. Wie lange dauert das ungefähr? Also das geht schnell, wenn das erstmal in Gang ist, also das Anbrennen dauert eine Weile, ist man vielleicht eine halbe Stunde, Stunde unterwegs, bevor man so ein echtes Blutbett unten hat. Und dann kommt man aber mit dem Nachlegen kaum hinterher, gerade je nachdem wie groß das Loch ist, muss man den Berg schon neben sich haben und die ganze Zeit im Grunde raufschaufeln. Also da ist man mehr oder weniger nach 2-3 Stunden hat man da, wenn man will, einen Kubikmeter produziert. Ja, man fängt mit Holzkohle unten an. Mit Glut, also mit einem kleinen Feuer unten, nicht mit Holzkohle. Man macht unten ein kleines Feuerchen mit möglichst trockenem Holz. Äste, ne? Birkenrinde ist gut zum Anzünden, aber irgendwas, was erstmal ein Glutbett macht, dass man mal ein bisschen Glut hat, dass es Hitze kommt und dann Stück für Stück aufbauen. Aber wie gesagt, wenn das erstmal Gang ist, wenn das Ding halb voll ist, dann kommt man kaum hinterher mit dem Nachschaufeln. Also typischerweise würde ich mal sagen, innerhalb von 3 Stunden, hängt von der Größe des Lochs ab, aber innerhalb von 3 Stunden könnte man einen Kubikmeter Holzkohle produzieren. Meistens wird man nicht ganz so groß machen, meistens hat man irgendwie so 100 Liter Loch oder 200 Liter Loch, macht man in 2 Stunden problemlos durch. Das machen wir heute Abend, das wollen wir machen. Das weiß ich genau nicht, ob das in welcher Größenordnung, aber in der Tendenz ja. Also es wird auf jeden Fall wird es mal gemacht. Ist das Holz egal, was man nimmt? Oder wie ist das mit so einer hässlichen Tanne? Die man alles Holz funktioniert. Also was nicht so schön funktioniert, ist Stroh und dergleichen, weil das die Struktur nicht hat. Das ist da wirklich nur ganz pulverförmiges und wahrscheinlich baut sich das auch schneller ab im Boden Kohlenstoffmaterial. Aber wir wollen ja diese Holzzellen gerne haben von dem Holz. Das heißt, Holz ist schon besser als, es wird heute alles Mögliche erzählt, was man verkohlen könnte. Und das stimmt ja auch. Man kann Laub verkohlen, man kann Stroh verkohlen, man kann Hühnermist verkohlen. Es geht alles, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Und also Hartholz, das, was die langfristig ja, ist Weichholz, Buchenholz sagt man, okay, ist das Schönste, aber alles Holz, alles was Holz ist, funktioniert, ist gut. Weil wir haben jetzt zum Beispiel einen Haufen Tannen, die jetzt gekriegt sind, und dann ist da alles, aber man sagt doch mal, das ist so sauer, ist das dann, wenn es gekohlt ist, dann nicht mehr, wenn die Nadeln da sind? Es ist sauer oder es kann sauer wirken, weil es organische Säuren enthält. Organische Säuren sind Kohlenwasserstoffe, das geht sowieso alles in die Luft, das wird verbrannt, das ist weg. Also am Ende hat man eine Kohle, Asche-Kohle gemischt, ja, desto mehr Kohle, desto besser. Und die ist typischerweise basisch. Also die ist schon richtig basisch, pH-Wert 9 und höher. Je nachdem, wie viel Asche drin ist. Herr Heppel, woran erkennt man, wie viel man Wasser ablöscht? Ja. Gute Frage. Ich hatte nämlich tatsächlich den Fall, dass ich mein Erdkontiki gemacht habe, Holzkohle, also schön Glut, und dann habe ich 50 Liter Wasser raufgekippt und ich, oh, wunderbar, jetzt ist aus, jetzt gehe ich schlafen und bin schlafen gegangen und komme ich am nächsten Morgen hin und alles ist weg. Alles verbrannt. Hat sich, also irgendwo war noch Glut und ist also viel. Viel, mehr als man denkt. Es darf auf keinen Fall mehr irgendein Zischen geben, aber eigentlich noch mehr als das. Also wenn es nicht mehr zischt, nochmal. Darf man mit einer Stange da drin rumvorwerken? Selbstverständlich. Ja, na klar. Ja. Okay, das war also die Holzkohleproduktion. Und das sind übrigens diese Fässer, die man, oder diese Keramik. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Wie spät haben wir es? Hat jemand eine Uhr? 10:38 Uhr. Liegt gut in der Zeit. Bis 12 Uhr habe ich Zeit. 12 Uhr? Ja, Moment. Diesmal wurde meine Zeit gekürzt. 12 Uhr, jawohl. Diese Holzkohle ist ja eigentlich jetzt durchnässt. Trocknet man die hinterher? Wie bitte? Ja, erstmal trocknet die von alleine, ja, und macht ja nichts. Wird ja am Boden sowieso durchnässt, beziehungsweise wir in der Kompostierung oder so. Das macht nichts, das ist völlig in Ordnung.
Man kann sich überlegen, ob man übrigens gleich Urin verwendet zum Teil zum Ablöschen, ne? Wobei man so viel Urin nicht haben wird, aber das wird dann auch gerne gemacht, dass es gleich den Stickstoff aufnimmt aus dem Urin. Aber man kann es auch danach mit Urin mischen. Okay, naja, habe ich noch genug Zeit, ist in Ordnung. So, das sind diese 100 Liter Keramikgefäße, die man in diesen Böden im Amazonasgebiet gerne findet. Und da hieß es dann immer Vorratskessel oder Beerdigungsurne oder irgendwas. Aber die Unmengen an Urnen, die Unmengen an diesen Gefäßen, die man da findet, das kann eigentlich nicht sein, dass das alles nur Vorratsurnen und alles nur Beerdigungsurnen waren, sondern eben Meter für Meter zum Teil findet man diese Dinger, so wie hier. Das ist übrigens auch so ein Keramikgefäß, mal etwas kunstvoller, das ist in Form einer schwangeren Frau. Und das war eine Toilette, bei der weiß man das. Und das denke ich mal auch, dass das das Abfallsystem war. Man muss ja irgendwas machen mit den Fäkalien, sei es die Küchenabfälle, sei es die menschlichen Fäkalien. Gerade wenn es im tropischen Bereich ist, sollte man die nicht einfach irgendwo liegen lassen. Da kommen die Fliegen, da kommen die Würmer. Das ist von den Parasitenproblemen und so weiter eine Katastrophe, wenn man das einfach so in die Landschaft schmeißt. Und wenn man Dörfer hat, wo ein paar tausend Leute wohnen, beziehungsweise Städte, in denen schon 15.000 bis 20.000 Leute wohnen, was der Michael Heckenberger da ausgegraben hat, die alle so mit Runddörfern angelegt sind, ne? Dann muss man sich um die Hygiene schon ein bisschen Gedanken machen. Und das wäre natürlich das ist der wahrscheinliche Weg, in dem sie es gemacht haben. Das waren quasi die Toiletten, wo auch alle Abfälle reinkamen, die vor Ort gebrannt wurden. Die wurden nicht irgendwie großartig transportiert, sondern man hat ein Loch in die Erde gemacht, entsprechende Form, das ausgekleidet mit Lehm, hat dann Holz reingeschichtet und das, die Holzkohle quasi noch in dem Ding produziert, gleichzeitig dieses Gefäß gebrannt. Und dann eben das als Toilette benutzt, organische Material da rein, das da drin fermentiert ist. Überschüssige Feuchtigkeit konnte unten ablaufen, ist unten offen, wie unsere Bokashi-Eimer. Das hat den Dr. Heike Pübler auch auf die Idee gebracht, dass es Fermentation wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor bei diesem Vorgang war. Milchsäurefermentation. Und dann hat man da wahrscheinlich irgendwie einen Baum reingepflanzt oder anderweitig dieses Ding kaputt gekriegt. Aber wenn man da natürlich dann einen Baum reinpflanzt, sprengen natürlich sehr schnell die Wurzeln diese Gefäße und dann hat man eben die Scherben in alle Bodenschichten verteilt, was ja auch dieses Untypische ist für Terra Preta oder für Siedlungsböden. Normalerweise hat man eben eine Schicht und da hat man eben Scherben, ne, wenn irgendwo ein Gefäß kaputt geht, zack, oder man eine Siedlungsschicht hat, na, dann ist da eben eine Schicht von Scherben. Aber die ist nicht überall verteilt, sondern eine Schicht, 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 Schicht. Nicht so mit den Scherben in Terra Preta-Böden, die sind über kompletten Bodenprofil verteilt. Was sich eigentlich nur erklären lässt, indem man eben die Gefäße komplett eingräbt und dann kaputt macht sozusagen. Oder eben Scherben bewusst einbringt in den Boden, in die entsprechenden Schichten. Okay, also zweiter wichtiger Punkt, organisches Material. Holzkohle ist das erste. Zweiter, wir brauchen organisches Material, wir brauchen Nährstoffe. Und gerade auch Stickstoff. Also genau das, was in Fäkalien drin ist, in Urin drin ist, in Fäzes drin ist, ist Stickstoff. Diese Oberfläche von Holzkohle ist ähnlich wie die Oberfläche von Zeolit oder von Ton oder von Bentonit. Ist groß, ist negativ geladen, das hängt mit der Kristallstruktur zusammen, dass es Elektronenüberschuss hat, negativ geladen, bindet also besonders gerne positiv geladene Ionen, Magnesium, Calcium, Kalium, diese leicht auswaschbaren Pflanzennährstoffe, positiv geladen, Mg2+, Ca, Mg+, 2, egal, alle positive Ionen. Und ein anderes positives Ion, was ganz, ganz furchtbar gerne von Holzkohle gebunden wird, ist Ammonium, NH4+, also Stickstoff, das, was beim Abbau von Eiweißen entsteht. Was uns stinkt, was im Urin ist, wenn der eine Weile steht, dann kommt der Ammoniak raus, NH3. Aber wenn es gelöst ist, ist es NH4+, dann ist es. Und das bindet die Holzkohle eben sehr, sehr gerne. Und muss es binden und bindet es der Pflanze weg, wenn es Holzkohle ohne Behandlung in den Boden kommt, dann ist es eben wie eine leerer Speicher und der saugt erstmal alles aus dem Boden auf. Eben spezifisch den Stickstoff, NH4+ und Magnesium und Calcium und so weiter. Und das kann es sogar der Pflanze wegsaugen. Das heißt,
Wenn man einfach so Holzkohle anwendet, wird man wahrscheinlich niedrigere Ernten haben, als wenn man die Holzkohle vorher über den Kompostprozess, über den Bokashi-Prozess mit Stickstoff auflädt. Ich nehme ein Kilo Holzkohle, lege die in einen Topf, pinkle drauf, mache den Topf zu und gut ist. Pur Urin drauf, genau, ein paar Stunden stehen lassen mindestens. Dann haben wir es. So, dass man so einen Schlamm hat. Ja, und dann nimmt die Holzkohle quasi den Stickstoff auf und genau. Dann kann ich das wieder verwenden. Genau, und ich würde, das ist die ganz schnelle Instant-Therapreta ohne weitere Verarbeitung. Schluck EM, Urin, pur, Holzkohle trocken und das gemischt zu einem Schlamm, dass es dann richtig nass ist. Das hat ungefähr die richtige, dann ist es die Holzkohle aufgeladen mit Nährstoffen, hat Mikroorganismen drin und ist bereit anzuwenden. Und das kann man innerhalb von ein paar Stunden kann man das herstellen. Habe ich in Brasilien auch so gemacht, wenn ich schnell Therapreta brauchte, schnell aufgeladene Holzkohle, mache ich das genauso. Holzkohle. Ja, so einfach ist das nicht mit dem Schlecht, da kommen wir gleich zu. Der Punkt ist, die Holzkohle bindet erstmal diese ganzen Stoffe, das ist schon mal gut. Die gehen jetzt also nicht sofort irgendwie in Bodenlösung, werden ausgewaschen oder so oder gehen gleich in die Pflanze, sondern werden erstmal gebunden. Prinzipiell alles, was irgendwie Tabletten sind, normalerweise irgendwelche organischen Substanzen, Penicillin, ne, ist so ein Pilzgift zum Beispiel, also ist ein Antibiotikum, was von Pilzen produziert wird, ist organische Kohlenwasserstoffe, bestimmte Eiweiße, bestimmte Zucker. Die sind alle abbaubar. Es gibt immer Mikroorganismen dafür. Penicillin zum Beispiel braucht ungefähr 5 bis 7 Tage, dann ist das abgebaut von bestimmten Mikroorganismen. So. Also ist es, der Punkt ist, wenn wir also ein bisschen Zeit mitbringen, zum Beispiel wie in der Kompostierung oder Fermentierung, dann werden diese Medikamente eigentlich sehr zuverlässig abgebaut. Das Problem ist, in der Kläranlage hat das Abwasser genau 10 Stunden Zeit, ungefähr. 4 bis 10 Stunden, 10 Stunden ist schon lang. Und in der Zeit schafft es nicht, das komplett abzubauen. In der Kompostierung, klassische Komposttoilette, wo man das im Eimer vielleicht noch fermentiert, ein paar Wochen, wo man das danach noch auf den Kompost packt, wo das vielleicht ein halbes Jahr und länger, überhaupt kein Problem. Da ist nichts mehr übrig. Gar keine Vorstellung, da ist alles abgebaut, umgebaut zu Humus und sonst was. Ja, direkt Urin auf Holzkohle, wenn man jetzt quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, verseucht ist mit Medikamenten, das hängt auch vom Medikament ab, die meisten sind ja für die Pflanzen völlig ungefährlich, uninteressant, werden jetzt nicht großartig aufgenommen oder so. Hormone werden aufgenommen, ja, man kann ja mit der Antibabypille auch Pflanzen düngen, wie ich mal gehört habe, ich habe es nicht ausprobiert, aber gibt wohl so hier und da mal Tipps, dass man bestimmte Pflanzen, wenn man eine Antibabypille mit in den Topf reinsteckt, dass sie dann plötzlich anfangen zu wuchern, weil die Hormone aufnehmen und keine Ahnung, da besonderes Wachstum zeigen. Also Hormone nehmen die offensichtlich auf und reagieren darauf. Und ja, muss auch keine Katastrophe sein, ne? Kann ja mal wachsen. Aber vielleicht möchte man die Hormone, die die Pflanze dann aufgenommen hat, nicht selber essen. Ob da noch so viel da sind. Egal, also Urin direkt auf die Anbauflächen, direkt Anwendung mit Holzkohle, Sofortdüngung, würde ich das dann bei belasteten Personen nicht machen. Dann eben zum Beispiel Rasen damit düngen und den Rasen als Mulch nehmen, wunderbar. Oder Urin kompostieren, geht ja auch. So, dann eben nur die, ja. Wenn ich jetzt also die Holzkohle in den Kompost packen und erwarten, dass sie da dann tut sie, ganz genau. Ja, also normaler Kompost, normaler Garten, Küchenkompost hat verliert ganz viele Nährstoffe über die Luft, vor allen Dingen Stickstoff, die eben in die Luft geht in Form von Ammoniak oder in Form von denitrifizierten, also normal N2 Stickstoff. Und da kommt die Holzkohle ins Spiel, weil diese Verluste werden massiv verringert, weil die Holzkohle gleich alles wegsaugt. So, das heißt, wir haben weniger Verluste und die Verluste gehen direkt als Speicher in die Holzkohle. Und wenn er dann aufgeladen ist, der Speicher, dann kann er auch mit der Pflanze in Austausch treten und die Pflanze kann sich bedienen an Nährstoffen und Mikroorganismen können sich bedienen und dann kann es als Speicher funktionieren. Aber es muss sich erst aufladen. Da habt ihr zwei Nachmittage oder jetzt heute Nachmittag werdet ihr Stapelkompost anlegen, genau da in dem Zusammenhang.
eine Möglichkeit, wie man, also prinzipiell jeder Kompost mit Holzkohle funktioniert. Es ist nicht so, dass man das ganz spezifisch machen muss und es ist ganz furchtbar und wenn man einen Fehler macht, ist alles kaputt. Nein, nein. Also Holzkohle, organisches Material, dann geht es schon los. Dann kann man eigentlich nichts mehr falsch machen. Man kann auch einfach Mist nehmen und Holzkohle dazu, das ist schon eine tolle Sache. Gülle, Holzkohle dazu. Ideal für eine besonders starke Wirkung ist wahrscheinlich dann die Mikrobiologie nochmal im Blick zu behalten bzw. positiv zu beeinflussen. Und das wäre der dritte Punkt, eine gute Mikrobiologie. Und gut heißt hier keine Fäulnis, also Milchsäure. Milchsaure Mikroorganismen. Darf ich noch ganz schnell zu dem letzten Punkt was sagen? Wir haben noch einen alten DDR-Häcksler, weil wir viel mulchen müssen auf unserem Gelände. Und da haben wir dann die Holzkohle zwischen die einzelnen Häckselmaterialien reingepackt. Am Anfang hat mein Mann das erstmal ohne gemacht. Wir waren eine einzige Staubfolge. Ja, genau. Und dann haben wir dieses Material dazwischen gesetzt. Und hinterher ja mit EM-Gießkanne über die Kompostfläche. Genau, eine Möglichkeit, das ist richtig, ja. Wenn man ein bisschen grünes Schnitt, also ein bisschen feuchteres Holz hat, dann zwischendurch mal ein bisschen Kohle, das funktioniert, genau. Da muss man gucken, wie stickstoffreich das Material ist. Kann sein, man muss da nochmal drauf pinkeln. Also typischerweise, Häcksler ist ja eher so Strauchschnitt, Staudenschnitt, eher nicht so grüne Blätter. Grüne Blätter enthalten viel Stickstoff, aber Äste, Strauchschnitt und so weiter enthält praktisch keinen Stickstoff. Und die Kohle braucht ja auch noch Stickstoff. Und das Holz zum Abbauen für ein gutes CN-Verhältnis braucht auch Stickstoff. Also da könnte man gut noch einiges an Urin raufkippen. Bitte? Ja, eben dieses CN-Verhältnis, von dem man bei Kompost immer spricht, Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Und das sollte so zwischen 1 zu 10 und 1 zu 20 liegen, damit es optimal ist. Und das heißt, im Grunde kann man das mit der Nase entscheiden, wenn es stinkt nach Ammoniak, dann ist es zu viel. Da hat man zu viel Stickstoff. Okay, dann kein Urin mehr drauf, kein Hühnermist mehr drauf, eher mehr holziges Material. Mehr Holz ist ja reines Kohlenstoff quasi oder eben Holzkohle selber, reines Kohlenstoff. Und dann mischt man das mit holzigen Materialien, dass es ausgeglichen ist, dass der Stickstoff nicht verloren geht. Oder ein Klassiker eigentlich für die allermeisten Gartenkomposte, die eben so aus Hackschnitzeln, Strauchschnitt, Staudenschnitt, Astschnitt bestehen, sind eher stickstoffarm. Das heißt eben überwiegend holziges Material und da kann richtig Urin rauf und da kann man eigentlich rechnen, trockenes holziges Material plus pur Urin, sodass es eine feuchte Mischung ergibt. So dass kein Wasser austritt, wenn man es presst, aber dass es zusammenbackt. Einweichen. Einfach drüber kippen, ja, einweichen. Ja. Also es soll nicht raussuppen, aber es soll feucht sein. Und das hat dann auch, dann ist das ein gutes, ausgewogenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, CN-Verhältnis. Und Grasschnitt ist schon relativ ausgeglichen, hat relativ viel Stickstoff, also grüner Grasschnitt ist gut mit Stickstoff, deswegen kann der eben auch faulen, ne? Wenn der eben anaerob liegen bleibt, mitunter stinkt einem der entgegen, weil der eben doch eine ganze Menge Stickstoff enthält und wenn man den nicht vielleicht vorher noch ein bisschen antrocknet, wie das der Bauer macht oder eben mit Holzkohle oder anderen Sachen mischt, dann kann das schon mal in die Fäulnis gehen, weil es so viel Stickstoff hat. Ein reiner Holzkompost kann nicht faulen. Ohne Stickstoff fault da nichts. Dann dauert es einfach länger, bis der sich umsetzt. Und da braucht man, das sind Mengen. Also man kann rechnen für 100 Liter holziges Abfallmaterial. 100 Liter ist ja nicht so viel, das ist eine große Schubkarre voll. Für 100 Liter holziges Hackschnitzelmaterial, sage ich mal, Laubstreu, Strauchschnitt, Staudenschnitt, kann man so rechnen, braucht man so 30 Liter Urin, 20 bis 30 Liter Urin. Also da muss man schon ein bisschen produzieren. Ganz genau. Und Urin aufbewahren, wir sind hier schon mitten im Toilettenthema,
Urin aufbewahren ist eine gar nicht so einfache Sache. Also man kann es aufbewahren, ist kein Problem. Urin ist ungiftig, Urin ist hygienisch. Urin wird auch nicht schlecht, kann nicht schlecht werden. Es ist nichts drin, was schlecht werden kann. Es stinkt zwar, aber es wird nicht schlecht. Es entwickeln sich keine Fäulnis, Mikroorganismen oder Krankheitskeime da drin oder so. Oder es ist der einzige Grund, warum es eben nach Ammoniak riecht, ist, dass Urin voller Harnstoff ist. Und Harnstoff spaltet sich auf enzymatisch nach einer gewissen Zeit zu Ammoniak. Deswegen kommt da der Ammoniak nach einer Weile raus. Frischer Urin, typischerweise noch nicht so stark geruchsbelastet, wenn er ein paar Tage steht, ein paar Wochen steht, dann ist er extrem Ammoniak, dann kann man damit schon, Kleider bleichen. So wie die Römer das mit ihren römischen Togen gemacht haben, die wurden wohl auch mit Urin gebleicht. Geld stinkt nicht. Der Ausspruch kam nicht, weil er Scheiße besteuert hat, wie der damalige Kaiser. Das ist ja so, ich weiß nicht, wer war es? Ich weiß es nicht mehr, Nero oder sonst, ja. Der Ausspruch Geld stinkt nicht, der wurde heute aber behauptet, der Ausspruch kommt deswegen, weil er Toiletten und weil er Scheiße besteuert hat. Aber wie will man das besteuern? Das ist gar nicht so einfach. Nein, was er besteuert hat, ist Urin. Und zwar wohl bei den öffentlichen Toiletten vor den römischen Latrinen standen typischerweise große Keramik-Tongefäße, in denen man seinen Urin abgeliefert hat. Also sprich, man hat kleine Keramikamphore bekommen, die findet man tatsächlich in den römischen Latrinen, die fallen eben manchmal auch unten rein. Da unten findet man noch eine ganze Menge von diesen, Halbliter Urinflaschen, die dann offensichtlich bekommen haben, wenn die zur öffentlichen Latrine gekommen sind. Und dann haben sie dort ihren Urin abgefüllt und haben den draußen in das Fass, der vor der Tür stand, in das Fass mit Urin gemacht. Und da wurde der Urin gesammelt und dann entsprechend für alle möglichen industriellen Zwecke verwendet, unter anderem zur Bleichung und Waschen der weißen römischen Toga, die die Senatoren da getragen haben. Genau. Man ahnt schon, Urin kann nicht so warnen, ist eigentlich ein ungefährlicher Stoff. Also es sind normalerweise keine Krankheitskeime drin. Wenn man jetzt nicht Medikamente nimmt, sind auch keine großartigen Giftstoffe drin. Es gibt Geschichten von Urin trinken, Urin auf Haut als Wundbehandlung und dergleichen. Also alles vielleicht eine gute Idee, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht giftig. Also man macht damit nichts falsch. Nicht so wie Scheiße, nicht so wie Fezes, das ist schon eine andere Geschichte. Da können richtig kritische Sachen drin sein, da können richtig krasse Fäulniskeime drin sein, Salmonellen, Clostridien und andere Milzbranderreger. Ich hatte eine Katze, also ein Kunden, der eine Katze hatte, wo der Tierarzt gesagt hat, das ist im Grunde ist das ein biologischer Kampfstoff, diese Katze, die scheißt Milzbranderreger aus ohne Ende, weil die eben eine total kaputte Darmmikrobiologie hat und dann entsprechend Durchfall und so weiter. Also das ist bei, und die haben wir dann mit EM-Fütterung gut in den Griff gekriegt, die ist wieder gesund geworden. So, aber da kann es durchaus Probleme geben, schon auf der bakteriellen Ebene mit Krankheitskeimen, Viren und Bakterien. Und dann ein furchterregendes Thema, Parasiten, Eier und dergleichen im Kot. Also da gibt es Sachen, das ist schlimmer wie Vampirfilme. In den Tropen, vor allen Dingen bei uns, gibt es eine ganze Reihe, viele dieser Parasiten überleben bei uns den Frost nicht, sind in den Böden dann relativ schnell kaputt. Oder im Kompost. Aber in den Tropen gibt es da ganz verrückte Sachen. Und eine dieser Sachen ist zum Beispiel ein Parasit, der als kleine Eier im Boden jahrelang, jahrzehntelang überlebt. Geht man da barfuß drüber oder setzt sich dahin, kommt die Haut damit in Kontakt, dann bohrt er sich in die Haut, geht über die Haut in den Blutkreislauf, geht übers Herz in die Lunge, alles gesteuert, also der weiß ganz genau, was er tut. Geht in die Lunge, siedelt sich dort an, eine nächste Stufe, Entwicklungsstufe, verpuppt sich da und macht eine Entzündung. Dementsprechend hustet man Schleim raus mit der nächsten Entwicklungsstufe, schluckt den Schleim ab, kommt in den Darm, dort entwickeln sich dann die richtigen vermehrungsfähigen
Parasitenwürmer, die dann wieder jede Menge Eier produzieren und die man dann scheidet. Und wenn da irgendwo was schief geht, dann landen die eben, wenn man Dr. House geguckt hat, die Serie, dann weiß man, dass diese Parasiteneier manchmal auch im Gehirn oder sonst wo landen und Würmer machen, wo die überhaupt nicht hingehören oder auch gar nicht sein wollen. Aber wenn eben einer falsch abgebogen ist im Herzen, dann kommt der irgendwo anders bei raus. Ne? So eine Sachen und bis hin zu Augen und sonst was, wo die dann am Ende rauskommen, wenn es schief läuft. Furchterregende Sachen, und die werden tatsächlich im Wesentlichen über die festen Fäkalien Fäzis übertragen. Wie gesagt, der Populationsdruck bei uns in der entwickelten Welt, hier in den gemäßigten Klimazonen mit noch ordentlich Frost, ist sehr viel geringer, da ist die Tropen viel, viel krasser. Da muss man richtig aufpassen. Aber das ist tatsächlich in gewisser Weise ein gefährlicher Stoff, und da sollte man auch einen gewissen Respekt vor haben. Urin ist das Problem nicht da. Und der Großteil des Nährstoffes sind im Urin. Also Stickstoff, Phosphor, Kali, Magnesium, 80-90% der tatsächlichen Pflanzennährstoffe finden wir im Urin. Das sind die Stoffe, die wir aufgenommen haben in der Verdauung, die in unseren Blutkreislauf gelangt sind, mit denen wir unseren Körper versorgt haben, aufgebaut haben, Knochen, Gehirn und so weiter. Und dann, wenn wir sie nicht mehr gebrauchen können, dann werden sie über den Urin ausgeschieden. Ja, müssen wir jetzt. Also bei Stickstoff ist es über 90%. Über 90% des Stickstoff haben wir im Urin im Vergleich zu Fäzis. Wir produzieren Wikipedia sagt und die Bücher sagen so 1,4 Liter Urin pro Tag. Ich weiß nicht, wer nur 1,4 Liter Urin produziert. Also bei mir sind es locker 2-3 Liter. Vielleicht haben die dann auch Kinder und sonst was mit reingerechnet. Irgendwelche Wohneinheiten, wo die Hälfte auch Urlaub waren. Da getestet, keine Ahnung. Aber so, also 1,4 bis 2 Liter Urin pro Tag ist eine normale Standardproduktion. Und im Vergleich zu 160, 140 Gramm Fäzis, feste Fäkalien. Man denkt, Wunder, was man da geleistet hat, wenn man da auf Toilette war. Aber tatsächlich kommt über den Urin viel, viel mehr, sowohl an Menge als auch an Nährstoffen raus, als über die Fäzis. Was passiert, wenn Urin konzentriert auf die Pflanze kommt? Ist das zu viel des Guten? Ist zu viel des Guten. Ne? Das weiß man ja, wenn der Mann immer an die gleiche Stelle im Garten pinkelt, dann wächst da nichts mehr, beziehungsweise der Hund. Wenn er das ein bisschen verteilt, dann wuchert es aber richtig. So, also sprich... am besten ist so, wenn man das direkt auf grüne Pflanzen verteilt, dann 1 zu 10 verdünnt. Ich habe schon mal eine Tomatenpflanze mit Urin umgebracht. Ist mir schon mal geglückt. Da war ich auch zu faul, da ich sage, ja, kippe ich die Urinflasche hier rauf, das wird ja schon klappen, aber die ist eingegangen. So, also das zu konzentriert, so wie man mit Düngemitteln ja auch Pflanzen verbrennen kann, wenn man das zu konzentriert an die Pflanze bringt, verbrennt die, und das ist Urin ist ein wunderbarer Dünger, da ist alles drin, Stickstoff, Phosphor, Kali, Magnesium, Spurenelemente, aber eben ein Stück weit zu konzentriert. Wenn das jetzt nicht gerade regnet oder sehr feucht ist, dann sollte man das schon 1 zu 10 verdünnen, wenn man das direkt auf Pflanzen ausbringt. Wobei ich bei Büschen, Bäumen und Wiese, wenn man das ein bisschen, also ich habe da meine Urinflaschen, ich bringe die jeden zweiten Tag raus. Auch über den Winter und dann gerne mal auf die Wiese oder so, und dann hole ich mir jetzt nicht extra noch eine Gießkanne und bringe das da aus, und dann gucke einfach, dass ich das nicht auf einen Fleck mache, sondern ein Stück weit verteile. Aufpassen, die Windrichtung. sonst hat man sich, hat man das, trägt man das wieder mit ins Haus. Auf die Windrichtung, also mit dem Wind. So, genau. Also, dritter Punkt. EM werden wir morgen ganz, ganz ausführlich machen, und diese gute Mikrobiologie, aber ich habe schon gesagt, Holzkohle alleine hat schon Effekt auf die Mikrobiologie. Also es ist nicht nur, dass Holzkohle Nährstoffe aufnimmt und irgendwelche Mikroorganismen, sondern Holzkohle dadurch, dass es zum Beispiel eben überflüssigen Ammoniak bindet und Ammoniak führt zu Fäulnis, fördert Holzkohle schon mal eine gute Mikrobiologie. Die große Oberfläche von Holzkohle fördert eine positive Mikrobiologie. Also Holzkohle ohne alles, nur mit guten Nährstoffen im Kompost, fördert schon mal an sich schon eine gute Mikrobiologie, ganz ohne EM.
Und dann kann man das eben noch steigern, indem man dort bewusst gute Mikroorganismen reinbringt. Und das wäre dann der dritte Punkt, der wichtig ist. Holzkohle, organisches Material und eine gute Mikrobiologie. Und die verlustfreiesten Umsatz von organischem Material kann man haben mit einer milchsauren Fermentation. Wenn man aus Weißkohl Sauerkraut macht, dann nimmt sich bei der Umwandlung von Zucker in Milchsäure, nimmt sich das Milchsäurebakterium 3% der Energie, mehr nicht. Die Milchsäure hat fast noch genauso viel, 97% der Energie ist in der Milchsäure noch drin gegenüber dem Zucker. Also fast alles. Von den 3% produziert das Milchsäurebakterium auch noch Vitamine, Enzyme, Antioxidantien und schließt uns eben die Nahrung viel besser auf, sodass wir die überhaupt verdauen können. Wir können aus Sauerkraut 30% mehr Energie aufnehmen, weil wir das verdauen können, als aus Weißkohl. Also wir sind ja keine Kühe, die Kühe können den Weißkohl auch so fressen, aber wir brauchen das schon vorfermentiert, damit das, was die Kühe in ihrem Pansen machen, diese intensive milchsaure Fermentation, die den Kühen erlaubt, Gras zu fressen. Im Grunde fressen Kühe ja kein Gras, sondern sie fressen die Mikroorganismen, die sie in ihrem Pansen züchten, die das Gras fressen. Und wir machen mit Sauerkraut quasi das Gleiche. Und das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr effizienter Prozess. Also fast alles der Energie bleibt uns da über. Und nicht nur der Energie, auch der Nährstoffe. Ne? Also beim Sauerkraut, bei der Silage geht eben auch der Stickstoff nicht raus, wird nichts ausgewaschen normalerweise, je nachdem, wie feucht man das anlegt. Und dementsprechend kann man da fast 100%, also 97% der Energie der Nährstoffe zurückhalten. Und deswegen hat das hier so einen wichtigen Punkt, wenn man eben seine organischen Materialien milchsau fermentiert, dann hat man die quasi konserviert, perfekt aufbereitet und genauso wie wir gerne Sauerkraut essen, so geht es auch den Regenwürmern, so geht es auch den Pflanzenwurzeln, die tatsächlich in der Lage sind, diese Moleküle aufzunehmen, beziehungsweise direkt sogar großmolekulare Sachen wie Milchsäure und dergleichen sich davon zu ernähren. Also eine Pflanze, die mit milchsau fermentierten Abfällen gefüttert wird oder gedüngt wird, so ähnlich wie man Mist eingräbt, ne, wenn man Bokashi in den Boden eingräbt. Die ist tatsächlich in der Lage, Energie aus diesem Dünger zu ziehen. Ne. Nicht nur, was man so in den Lehrbüchern liest, Pflanzen nehmen nur ausschließlich komplett mineralisierte Nährstoffe auf, also Ammonium, Nitrate und Calcium, Magnesium, also als gelöste Nährstoffe. Nein, die können auch großmolekulare, so wie wir uns auch ernähren, so wie wir Zucker und Milchsäure und großmolekulare Eiweiß und sonst was aufnehmen können, das können Pflanzen auch. Und das ist aber ein Ernährungsweg, der typischerweise ignoriert wird, aber der kommt natürlich erst richtig ins Spiel, wenn man lebendigen Boden hat und wenn man eben diese organische Substanz im Boden hat.